heute eine Sondersendung für die Yoga Expo, die am nächsten Wochenende stattfinden wird, Samstag und Sonntag, 23. und 24. Januar 2010 im MOC in München. Und wir haben vorhin schon begrüßt die Zuschauer, auch die Referenten, die jetzt zuschauen. Und es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, es ist wohl die erste große Messe in der Art. Und wir möchten euch ein bisschen informieren, worum es denn geht. Und wir möchten die Referenten einladen, hier sich bei dieser Sendung zu beteiligen, in die Sendung, in die Live-Sendung reinzurufen, anzurufen und sich vorzustellen. Ich war schon kurz dabei, zu sagen, worum es denn bei dieser Yoga-Expo gehen wird. Natürlich, so wie der Name schon sagt, auch in erster Linie um die verschiedenen Yoga-Techniken, Praktiken, Schulen. Es gibt inzwischen so viele Yoga-Schulen und Yoga-Namen, dass man gar nicht mehr weiß, Mensch, was ist jetzt eigentlich für mich das Richtige, was steckt dahinter? Und auf dieser Messe, in diesen wunderbaren Halle, habt ihr die Möglichkeit, in verschiedenen Hallen sogar richtig reinzuschnuppern. Es geht nicht nur um das theoretische Wissen, sondern voll dabei zu sein, das zu spüren, mitzumachen. Und das finde ich sehr, sehr gut, um die verschiedenen Yoga-Praktiken einfach auch richtig hautnah kennenzulernen. Dazu werden natürlich verschiedene Yogaschulen und Yogalehrer da sein. Und ein Großteil geht es auch um Ayurveda. Also das heißt, es stellen sich Ayurveda-Institute vor. Ayurveda-Kosmetik wird da sein. Es geht um die Ayurveda-Massage, Ayurveda-Kuren und ayurvedische Küche natürlich, die immer populärer wird. Dann auch ein Teil dieser Messe wird sein, die alternativen Heilwesen. Das heißt, so wie Reiki, Qigong, Tai Chi, Pilates, Chiatsu, all diese Dinge werden dort auch vertreten sein, wo ihr euch näher informieren könnt. Dann geht es auch um die Ernährung, das heißt um die vollwertige und vegetarische Ernährung. Das heißt, es gibt Bezugsquellen, Catering natürlich, zu dementsprechend Lebensmittel, Kochkurse. Auch da kann man das hautnah spüren, schmecken. Dann auch ein Teil wird sein gesundes Bauen und Wohnen, was ja auch sehr zur Gesunderhaltung beiträgt. Dann Naturmode, freue ich mich auch ganz besonders. Entspannungsmusik, dann nachhaltige Lebensweise, das heißt um regenerative Energien und ökologisches Management, Menschenrechte und vieles, vieles mehr. Also ihr seht, es ist wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Angebot, das da zusammengestellt wurde von Dennis. Vielen Dank, Dennis, dass du mit deinem Team diese hervorragende Messe in die Wege geleitet hast. Und es steckt sehr, sehr, sehr viel dahinter, Arrangement, solch eine Messe mit wirklich hervorragenden und hochkarätigen Referenten überhaupt zu organisieren. Vielen Dank dafür. Und wir haben, wie gesagt, einige haben sich im Vorab schon bei uns gemeldet, die hier bei uns in die Sendung reinrufen werden und sich beteiligen wollen. Das ist unter anderem der Peter Jakob, der inzwischen auch schon bei GTV zweimal hier live in unserem Studio war. Peter Jakob ist auch Referent auf dieser Yoga-Messe. Und zwar geht es um das Sahaja-Yoga. Ich durfte das auch schon hier hautnah im Studio. Hat er uns ein bisschen eingeführt und eine Meditation gemacht. Es fühlte sich sehr, sehr gut an. Und zwar geht es da um die Kundalini-Energie. Da wird er uns gleich noch Näheres dazu erzählen. Und was er auf der Messe dort konkret für euch anbieten wird. Dann wird sich auch melden die Ariella Schadulla. Geht es um spirituelles Erwachen durch Samboda. Das heißt, es geht das Chakrasystem im neuen Licht. Auch dafür werden wir gleich noch Näheres erfahren. Ich freue mich auch auf Ariella.
Dann gab es noch ein paar Anrufe, wo ich jetzt leider nicht den Namen weiß, eventuell auch einen Anruf auf Englisch von einem Yogalehrer. Also lassen wir uns überraschen, wer uns da noch jetzt in der Sendung begleiten wird. Dann würde ich, bevor ich dann noch weitere Infos für die Messe gebe, das gern schon damit eröffnen, dass ihr anrufen könnt. Also wenn ihr das jetzt hört, liebe Referenten oder Aussteller. Ach, wird er anrufen? Ah, ich höre gerade, okay. Ich höre gerade, Dennis, also der Initiator, Organisator dieser Messe, wird, wollen wir natürlich den Vortritt lassen, wird als erstes anrufen. Dennis, dann bitte ich dich, wenn du das jetzt hörst, einfach die Studionummer zu wählen und damit ich dich jetzt gleich hier live begrüßen kann. Solange werde ich noch ein paar Infos geben. Also ich habe gesehen, es ist auf 2500 Quadratmeter Ausstellungsfläche, sind wirklich sehr, sehr, sehr viele Aussteller vertreten, wo man sich informieren kann, natürlich auch einkaufen kann, sich inspirieren lassen kann. Also ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Sogar sehe ich, es gibt 60 komfortable Yogamatten mit Unterstützung von Yogistar. Das heißt also, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, direkt hautnah könnt ihr diese Yoga-Praktiken gleich ausprobieren vor Ort in den verschiedenen Hallen. Natürlich die veganen, vegetarischen Speisen, Genuss, also für den der Genuss kommt auf keinen Fall zu kurz. Und auch für nur 10 Euro Eintritt kann man wirklich den ganzen Tag stundenlang sehen, hören, spüren, schmecken, riechen und wirklich die fernöstliche Lebensart kennenlernen. Falls man an beiden Tagen teilnehmen möchte, zahlt man nur 15 Euro für beide Tage, das heißt 7,50 Euro für einen Tag. Also da ist wirklich, da kann man nichts sagen, da ist wirklich sehr, sehr viel geboten für dieses. Ja, finde ich sehr schön, dass wirklich sich das wirklich jeder leisten kann. Die Öffnungszeiten werden sein Samstag von 10 bis 20 Uhr an beiden Tagen. Also Samstag und Sonntag 10 bis 20 Uhr, also sehr lang geöffnet. Und dann wird es Samstag und Sonntag von 20 bis 22 Uhr noch jeweils ein Konzert geben. Ein Kirtan-Konzert, ein ganz spezielles, das dann nochmal 10 Euro Eintritt kostet. Kinder bis zu 14 Jahren haben die Möglichkeit, wenn sie mit einem Erwachsenen kommen, kostenfrei in dieser Messe reinzukommen. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel geboten. Also und am besten, was ich hier noch sehe, genau, bringt auch bequeme Kleidung mit, sodass ihr, wie gesagt, auch die verschiedenen, wenn euch das interessiert und da reinschnuppern möchtet, da gleich mitmachen könnt. So. Dann Dennis, wenn du es vielleicht jetzt noch nicht, also entweder Dennis oder wenn innerhalb der nächsten Minute Dennis noch nicht anruft, dann bitte ich jetzt erstmal die Referenten anzurufen. Das heißt, den Peter, die Ariella und die anderen, die sich noch melden wollten. Wir freuen uns auf euren Beitrag, denn GTV ist kein Sender zum Konsumieren. Klar geben wir auch Infos und dennoch ist GTV interaktiv. Es geht immer darum, dass sich mehrere daran beteiligen und auch die Zuschauer sollen sich beteiligen, können ihre Fragen stellen, können ihre Inputs geben. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wo hat man schon die Möglichkeit, das so hautnah
mitzugestalten, das TV-Programm tagtäglich. Ja, wir sehen gerade, die Nummer ist wieder rausgenommen worden. Also vielleicht liegt es daran, Jeet blendet jetzt nochmal die Nummer ein, sodass ihr sie sehen könnt. Und jetzt bitte ich dann um euren Anruf. Sorry. Ja, vielleicht so ein bisschen zum Ablauf. Kann ich bis dahin noch ein bisschen was dazu sagen? Also zum Beispiel mal so einen kleinen Ausschnitt geben. Also 60 hochklassige Workshops, Vorträge und Vorführungen werden zu sehen sein. Ah, jetzt haben wir den ersten Anrufer. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Da ist der Peter Jakob. Hallo Peter Jakob, hallo, freut mich. Hallo. Wollt ihr zuerst den Dennis dran nehmen, oder? Jetzt bist du da und jetzt passt das gut. Okay. Das passt. Am besten im Hintergrund leise machen, sonst kommst du durcheinander. Ja, alles klar. Am besten im Hintergrund leise machen, sonst kommst du durcheinander. Das ist die Zeitverzögerung. Also auch die nächsten Anrufer immer dann den Ton im Hintergrund ausschalten und sich aufs Telefonat konzentrieren, sonst, weil das immer ein bisschen zeitverzögert ist, sonst kommt man durcheinander. Genau. Also freut mich, Peter, dass du anrufst. Du warst ja schon zu Gast zweimal. Ja, magst du den Zuschauern, die jetzt heute da sind, ich sehe gerade, es ist noch ein Anrufer, bitte wartet, jetzt ist der Peter am Apparat, es geht nicht mehr auf einmal, dann nach dem Peter, danke. So Peter, dann stell dich doch einfach mal kurz vor und was können die Leute, die Zuschauer, die Besucher dieser Yoga-Expo-Messe von dir erfahren, was hast du dort, was ist dein Beitrag auf dieser Yoga-Expo? Ja, also mal schönen guten Abend. Alle Zuseher von GTV. Mein Name ist Peter Jakob. Ich bin der Vertreter von Sahaja Yoga Meditation und wir haben einen Ausstellungsstand, einen Infostand auf der Yoga Expo Messe und drei Vorträge. Und die zwei Vorträge am Samstag sind im Vortragsraum 2, einer über authentisches indisches Ayurveda. Diesen Vortrag wird der Dr. Kurmi halten und mein Vortrag ist dann am Samstag um 16 Uhr und das Thema ist erfahren Sie die Tiefe der Meditation durch die Erweckung des sanften Kundalini-Energie und in meinem Vortrag geht es im Wesentlichen darum, Aufklärungsarbeit zu leisten zum Thema Kundalini-Energie. Es gibt sehr viel Bericht, Erfahrungsberichte, aber auch sehr viel theoretisches Wissen über die Kundalini, aber möglicherweise relativ wenig Erfahrungen. Und da möchten wir einen Beitrag leisten, mehr Erfahrung bzw. eine Erfahrung der Kundalini zu ermöglichen, die eine sehr tiefe Erfahrung ist und aus unserer Sicht ist die Kundalini eine weibliche, mütterliche Energie, die uns auf dem Weg zur Selbstverwirklichung führt und leitet. Und das Ziel ist, von diesem Vortrag nicht nur das theoretische Wissen zu vermitteln, sondern auch, ganz wichtig, die Erfahrung der Kundalini-Energie zu machen. Ich habe das auch schon mal demonstriert bei GTV, du erinnerst dich. Und es wird also nicht nur ein Vortrag stattfinden, sondern auch eine Übung der Meditation, wodurch diese Kundalini-Energie erweckt werden kann. Und Sahaja Yoga ist ein sehr traditioneller Weg des Yogas. Es basiert auf dem klassischen Kundalini-Yoga und wurde 1970 von Sri Mataji Nirmala Devi gegründet. Sie ist eine Inderin, inzwischen 86 Jahre alt. Und sie hat, wie schon gesagt, 1970 selber eine sehr tiefe Meditationserfahrung gehabt. Und nach dieser Erfahrung ist es ihr dann möglich gewesen, die Kundalini-Energie nicht nur Einzelnen, sondern auch en masse mehreren, also Hunderten und Tausenden Menschen gleichzeitig
weiterzugeben. Und ja, Shemadaji hat eigentlich so ein ganz durchschnittliches, normales Leben geführt. Und erst nachdem sie ihre familiären Verpflichtungen komplett erfüllt hatte, sie hat zwei Töchter, die ab dem Zeitpunkt dann auch erwachsen waren, ab 1970 hat sie sich dann der Verbreitung von Sahaja Yoga gewidmet, voll und ganz. Und inzwischen gibt es Sahaja Yoga in über 90 Nationen der Erde. Und einige, ich weiß gar nicht wie viele, aber einige 10.000 Menschen, die das Sahaja Yoga praktizieren und regelmäßig die Meditation betreiben. Was ist eigentlich das Ziel von Sahaja Yoga? Die Antwort ist, es gibt sehr viele positive Nebeneffekte, sage ich mal, nämlich Gesundheit, Wohlbefinden, Stressmanagement, innere Ausgeglichenheit, innere Balance, aber das eigentliche hohe Ziel ist, die Selbstverwirklichung zu erlangen. Und das Selbst in uns ist die Quelle der reinen Freude und Glückseligkeit und inneren bedingungslosen Liebe. Und all das sind Qualitäten, denen wir uns nähern können durch die Erweckung der Kundalini und durch die regelmäßige Meditation. Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Peter. Ich selber durfte, wie gesagt, die schon hautnah spüren, mitmachen. Und was mir ganz besonders gefallen hat, das geht, wie gesagt, es wird so viel geschrieben, auch über Kundalini-Energie und weiter. Aber es geht um die Einfachheit und dass es jeder kann und dass es jeder spüren kann. Und dass es da keinen besonderen Zauber braucht oder weiß nicht was, sondern es einfach in der Einfachheit da die Kraft liegt. Und das fand ich sehr schön und ich konnte das wirklich sehr gut genießen. Und freue mich sehr, dass, ja, dass du da bist mit dem Dr. Karuchi. Und ja, und auch GTV wird die Vorträge auch aufzeichnen, sodass dass wir diese tollen Vorträge dann jederzeit und auch die jetzt nicht die Möglichkeit haben auf der Messe, jederzeit dann wieder anschauen können, dass das nicht verloren geht. Dann, genau. Ja. Übrigens, ich hab das jetzt nicht abgestimmt mit euch, aber der Dr. Kurush Kurmi ist auch hier. Sollen wir ihn auch mal sprechen lassen? Allerdings könnt ihr dann nur auf Englisch sprechen. Gerne. Wenn du ihm einfach sagst, genau, ein paar einfach mit... sich gut. Ja, natürlich, klar, jetzt. Ja, okay. Gerne. Dann hole ich ihn schnell. You want to tell also about your lecture? Kurush? Yes. Yeah, okay, yeah. Hello. Hello, hello, welcome. Thank you. Okay, you can speak. What do you make of this yoga expo? For this yoga expo, my subject will be about authentic Ayurveda, its importance in the prevention of the diseases, and the contribution of Ayurveda in the wellness, it means in the treatment of certain disorders like Alzheimer's disease, cholesterol, stress. Thank you. Also wir haben ihn hier auch schon vor Ort in der Sendung vor Ort gehabt und es ist wirklich sehr, sehr interessant, seine Weisheit, sein Wissen. Und es ist schön, dass er da ist aus Indien, direkt aus Indien, hier auf der Yoga Expo und wird seine Weisheit und sein Wissen und seine Erfahrungen mit uns teilen. Thank you very much and we see you next weekend in the Yoga Expo. I wish grand success for your expo. Okay. Thank you. Nice to see you. Okay. Thank you very much. Okay. Bye bye. So. Okay. Das war doch schon mal ein schöner Einstieg. Also ihr seht, das ist wirklich sehr vielseitig und für jeden auch was dabei und auch für Menschen, die sich da noch gar nicht mit beschäftigt haben. Und
ist das wirklich auf jeden Fall eine Möglichkeit, da hautnah zu spüren, okay, was spricht mich da an und wo fühle ich mich hingezogen und auch wirklich die Menschen wirklich, wo hat man die Möglichkeit jetzt so viele unterschiedliche Techniken und Referenten kennenzulernen. So, begrüße ich die nächsten Anrufer. Ja, hallo. Hallo, wen haben wir da? Hallo? Ja, hallo, ja. Jetzt TTV. Ja, hallo, hier ist Ariella. Hallo Ariella, freut mich. Hallo, hier ist Sabine. Ich habe dich ja schon kurz angekündigt. Ich hoffe, du hast es sehen können, hast es hören können. Ja, ich habe es gesehen und gehört. Okay. Dann freue ich mich, wenn du dich einfach kurz vorstellst und was dann dein Beitrag auf dieser Yoga-Expo ist und was du den Menschen, den Besuchern gern vermitteln möchtest. Ja, also erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich an dieser Sendung so spontan teilnehmen darf mit einem kurzen Beitrag. Wie gesagt, mein Name ist Ariella Schadulla und ich komme als Vertreterin von Samboda. Samboda ist ein Begriff aus dem Sanskrit und bedeutet übersetzt Wahrheitswissen, das zur Selbstrealisation führt. Und das Ganze entstammt einer sehr alten Tradition. Wir nennen sie auch die solare Tradition. Mit dem Wort Solar ist gemeint, dass sie den Ursprung in der Sonne des Bewusstseins hat, also in der erleuchtenden des Bewusstseins, dass alles Wissen und alle Meditationstechniken, die durch diese Tradition vermittelt werden, eben genau dahin führen, dass man die eigene Sonne des Bewusstseins in sich selbst realisiert, dass man Selbstverwirklichung erfährt. Und das Ganze wird derzeit der Welt darboten durch meinen spirituellen Lehrer, der auch der spirituelle Lehrer mittlerweile schon von vielen anderen Menschen hier auch in Bayern ist, Arvinda Himadra, ein Amerikaner, und er kommt in regelmäßigen Abständen eben nach Europa, gibt hier Lehrerausbildungsseminare, und wir haben seit ungefähr einem Jahr ein eigenes Meditationszentrum in München gegründet, und das ist genau auch das, was wir anbieten. Es handelt sich primär um innere Techniken, also nicht körperliche Techniken, sondern um Bewusstseinstechniken, Meditationstechniken. Und zwar, es gibt eine riesengroße Bandbreite von verschiedensten Meditationen, die sind maßgeschneidert für den Anfänger in sehr kurzen Abschnitten. Wir arbeiten sehr viel mit Tönen, mit Frequenzen, und diese Meditationstechniken werden dann je nach Bedarf eben auch ausgeweitet, je nachdem, wie sehr jemand in diesen Weg einsteigen möchte, wie tief und wie weit er gerne gehen möchte. Die kleinen Meditationstechniken, die wir vermitteln, sind so eine Art Ausrichtung in die eigene innere Ordnung, um Stress zu entlassen, um das Chaos des Alltags ein bisschen hinter sich zu lassen, um einfach eine innere Mitte zu finden. Und das geht relativ schnell und sehr effektiv mit einfachen Tonfrequenzen, die einer inneren, schon natürlich gegebenen Frequenz entspricht. Und dann gibt es eben noch ein sehr weit und fein abgestuftes System von fortgeschrittenen Meditationen, die wir eben auch gerne weitergeben an Menschen, die sich dafür interessieren. Und der Inhalt meines Vortrages auf der Yoga Expo wird sich jetzt natürlich weniger mit dem ganzen praktischen Angebot befassen können, weil das aufgrund der Zeit gar nicht möglich wäre. Ich möchte vielmehr einen kurzen Einblick geben in das Gesamte von Samboda, dargebotene System. Es ist eine Doppelgleisigkeit aus einem riesengroßen, sehr tiefgründigen Wissensschatz auf der einen Seite und einer sehr großen, gerade eben angesprochenen Palette von Meditationstechniken. Und dieses Wissen und diese Meditationstechniken, die gehen wirklich Hand in Hand, die greifen ineinander wie Zahnräder, ergänzen sich, befruchten sich letztendlich auch. Die Menschen, die sich mit diesem sehr alten Wissen über ihr Bewusstsein, über den Aufbau ihrer inneren Strukturen, ihrer inneren Mentalstrukturen, auch in Bezug zu ihrem höheren Selbst, zu ihrer Quelle befassen, lernen diese Techniken in meiner Erfahrung sehr viel schneller und leichter, haben einen viel schnelleren Zugang dazu. Und ein großer Hauptpfeiler dieses Wissens ist das Chakra-System,
sein 12-Chakra-System, was sich ein bisschen unterscheidet von der herkömmlichen Chakra-Lehre, zumindest so wie es in den meisten Traditionen und Büchern eben dargestellt wird. Wenn man das Chakra-System noch genauer unter die Lupe nimmt, kann man erkennen, dass es nicht nur 7 Chakras gibt, sondern dass innerhalb der 7 feine Facetten noch bestehen, feine Abstufungen, die das Ganze dann zu einem sehr kompletten Schöpfungswissen machen. Und bei Sambodha ist es eben auch so, dass die Chakren nicht von der Muladhara-Wurzelchakra sozusagen nach oben an aufsteigend gezählt werden, sondern im Gegenteil von der Krone an absteigend gezählt werden. Das heißt also, die Sahasrara, der tausendflammige Lotus, ist sozusagen das erste Chakra, die Quelle des Bewusstseins oder eben auch die eine Sonne des Bewusstseins, von der aus sich das Leben dann entfaltet. Und wenn man dieses Wissen als Fundament benutzt, dann fallen die Meditationstechniken auf einen sehr fruchtbaren Boden, denn man lernt wirklich auch seine Mentalstruktur so zu öffnen, dass man nicht mehr glaubt, ich bin hier auf der Welt so als kleine getrennte Einheit, abgetrennt von einer größeren Quelle, sondern ich bin bereits die Quelle, ich bin bereits der Tropfen in dem Ozean und alles, was es zu tun gibt, ist loslassen hin zu dieser Quelle, nachgeben hin zu dieser Reinheit. Und so befassen sich praktisch alle, das Gesamte, was ich geschildert habe, diese Kombination aus Wissen und Techniken, befassen sich damit, dass wir letztendlich lernen, unsere Identifikationen mit dem Irdischen, mit dem Materiellen, mit dem Weltlichen nach und nach aufzugeben, nicht mehr zu streben nach etwas, jemand zu werden oder jemand zu sein, irgendwelche vorgegebenen Erwartungen zu erfüllen oder irgendwelchen Normen und Strukturen zu entsprechen, sondern wirklich authentisch zu werden zu dem, was einzigartig unser Ausdruck sein soll in dieser Welt. Und dieser einzigartige Ausdruck ist letztendlich unser Dharma, also unsere göttliche Bestimmung. Und da könnten wir sagen, ist so das primäre Ziel dieses ganzen Weges, also Sambodha, Wahrheitswissen, das zur Selbstrealisation führt, soll einerseits die Tür zum Dharma öffnen, dass wirklich jeder lernt, seine gottgegebene Bestimmung leben, weil sie und nur sie ein Geschenk an die ganze Menschheit ist. Und eben dann sekundär ist natürlich der übergeordnete Sinn und das übergeordnete Ziel dieser Tradition, dass man letztendlich durch das Erwecken von Dharma auch seine Selbstrealisation erfährt. Okay, danke schön. Ich habe dazu noch eine Frage oder zwei Fragen. Du sagtest mit Tönungsfrequenzen, das heißt, kann man sich das so vorstellen, dass die diese Technik praktizieren, selber Töne von sich geben? Oder? Ja, genau, ja, richtig. Also es gibt laute Tontechniken und es gibt aber auch stille Tontechniken, je nachdem, was man gerne machen möchte, welche Ziele und Effekte man erreichen möchte. Aber es gibt zum Beispiel eine sehr schnell verlernende, sehr einfache Tontechnik, die arbeitet mit 6 verschiedenen laut getönten Tönen, die man in Assoziation mit den einzelnen Chakras praktiziert. Also man schließt die Augen, geht innerhalb des eigenen Körpers, des eigenen Bewusstseins in die Chakren hinein und tönt dort einen bestimmten Ton, der eine bestimmte Qualität, dem eine bestimmte Qualität innewohnt. Zum Beispiel die Qualität von Empfänglichkeit zur Wahrheit oder die Qualität von dem Ausdruck dieser Wahrheit, dem Ausdruck der reinen Kreativität. Oder wenn wir zum Beispiel zum Herzchakra kommen, ist das der Ton, der Mitgefühl in sich trägt. Der ist bei jedem anders? Der ist bei jedem anders oder sind das einfach bestimmt? Es sind Töne, die universell anwendbar sind auf jeden Menschen. Das sind die Töne, sozusagen, also es sind wirklich Schöpfungstöne, die den Menschen gleichermaßen innewohnen. Ich hätte gerne einen Wunsch, wenn das möglich ist, jetzt, dass wir uns einfach mit GTV und allen Zuschauern, die jetzt da sind, allen Referenten, allen vielleicht auf der Herzensebene verbinden. Und wenn du das einfach anleitest und wir uns einfach mit dem Herzen verbinden und vielleicht diesen Herzton, wenn das möglich ist, uns einfach über einen Ton verbinden können. Das würde ich schön finden. Ja. Ja, gut. Also das bedeutet, wenn wir die Augen schließen, gehen wir innerhalb unserer Wirbelsäule, wir gehen wirklich in die Mitte des Wirbelkanals. Wir gehen davon aus, dass die Chakren nicht an der Wirbelsäule sitzen, sondern in der Wirbelsäule sitzen, im Wirbelkanal, auf Ebene des Brustbeins. Da befindet sich das Herzchakra. Und der Ton, der die Qualität von Mitgefühl beinhaltet, beziehungsweise diese Frequenz unmittelbar trägt, ist der Ton Hum, das ist H-U-M. Und der wird sehr lang getönt, also das H wird am Anfang so hineingehaucht, als wenn der ätherische Wind diese ganze Frequenz dann trägt. Das U wird relativ lange gehalten und dann mit dem M klingt es aus. Ich kann das gerne einmal vormachen. Gerne, ja. Ich weiß nicht, ob dann
ich mache es einfach mal einmal vor und dann kannst du mir sagen, was die nächsten Schritte sind. Okay. Genau. Genau. Und am besten ist es wirklich, man geht mit dem Bewusstsein in das Herzchakra hinein. Das ist jetzt ein Ton, der nicht so gut schwingt, weil er ein U hat. Der klingt also relativ kurz. Es gibt auch andere Töne, zum Beispiel den Ton des Solarplexus. Das ist der Ton, der Dharma-Ton. Das ist ein Rum-Ton, der mit dem A mehr Klang hat als das U. Das U ist einfach aufgrund seines... Da hat man einfach eine andere Haltung im Mund, eine andere Phonetik und die anderen Töne klingen teilweise noch etwas erweckender als das Hum. Aber das Hum ist halt einfach der Herzton. Ich würde die Zuschauer gerne einladen, wenn wir alle zusammen einfach gemeinsam den Hum-Ton, sodass wir einfach spüren, dass wir verbunden sind. Das würde ich. Ist okay, wenn wir das einfach dreimal hintereinander und du leitest es an. Genau. Genau. Also wir schließen die Augen, gehen mit der Bewusstheit auf die Ebene, auf die Höhe des Beins, innerhalb der Wirbelsäule, genau dort ist das Herzchakra, verbinden uns mit unserem Herzen. Wir halten in unserem Geiste die Intention, die Absicht von Mitgefühl, Mitgefühl für uns selber und Mitgefühl auch für die Welt. Das heißt, wir geben mit dem Herzen etwas für die Welt und atmen ein und beim Ausatmen gleich, beim zweiten Ausatmen entlassen wir dann gemeinsam diesen ersten Ton. Vielen Dank, Ariela. Und mit der Max, am liebsten mag man danach gar nicht mehr sprechen. Okay, vielen Dank, dass wir das gleich praktisch ein bisschen erfahren durften. Ich freue mich sehr, dass wir uns auch persönlich kennenlernen werden. Und genau, und freue mich sehr. Noch eine Frage hatte ich, genau, das wird immer wieder, egal, also auch Peter sagte das im Vorfeld, es geht jeweils um die Selbstverwirklichung. Deine persönliche Erfahrung durch diese Technik, Sambodha, was vielleicht in wenigen Worten, wie hast du dich selbst mit dieser Technik verwirklichen können? Was hat sich verändert seitdem? Also in meinem Leben hat sich rein äußerlich innerhalb der letzten 8-9 Jahre unglaublich viel verändert. Ich habe mich von den Illusionen verabschiedet, habe mehr und mehr gelernt, den Mut aufzubringen, meiner inneren Wahrheit zu folgen, wirklich meinem Herzen zu folgen. Ich hatte zum Beispiel früher, ich hatte 4 Jahre lang nach meinem Jurastudium einen Job im Beamtentum und habe einfach gemerkt, das ist gar nicht meine Welt und fühlte mich da sehr unglücklich. Habe mich nicht getraut, irgendetwas anderes zu tun und habe damals schon, als ich diesen Weg beschritten bin, gemerkt, ich kann es mir nicht länger leisten, mich in einer vermeintlichen Sicherheit festzuhalten und mir damit viele andere Dinge zu verstellen, den wahren Ausdruck meiner Kreativität sozusagen auch zu verhindern. Ich habe einfach gemerkt, ich werde, wenn ich dort bleibe, in dieser Arbeit, die ich mir gewählt habe, die einen Großteil meiner Lebensenergie und meiner Lebenszeit einnimmt, werde ich einfach nicht glücklich und am Ende sogar vielleicht krank. Und habe dann wirklich mit Hilfe von diesen Techniken innerlich so viel Kraft gespürt und so viel Licht gespürt und so viel Mut letztendlich auch erfahren, dass ich einfach von heute auf morgen irgendwann gesagt habe, ich gehe, ich lasse das alles hinter mir und habe seitdem eben den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Bin jetzt in der Selbstständigkeit als Meditationslehrerin, als Sambodha-Lehrerin, unterrichte auch Yoga. Und das ist jetzt ein völlig anderes Leben als das, was ich vorher geführt habe. Das ist so der
der größte äußere Meilenstein, den ich erfahren habe, der aber ein Ausfluss der inneren Erfahrung ist. Also die innere Erfahrung musste vorangehen, damit ich äußerlich diese Schritte tun konnte. Und wenn ich jetzt so auf die jüngsten Erlebnisse zurückschaue, die jüngsten Erfahrungen mit Meditation in dieser Tradition, dann ist es so, dass ich eine zunehmende Herzöffnung und Erweiterung erfahre und lerne, die Mitmenschen, egal welche es sind, ob es jetzt die ganz neutralen Mitmenschen sind, mit denen ich jetzt keine persönlichen Triggerpunkte habe, die jetzt mich nicht besonders herausfordern, oder ob es wirklich die Menschen sind, mit denen ich mich im Alltag arrangieren lernen muss. Ich habe zunehmend das Gefühl, ich kann mein Herz offen lassen, ohne in eine Verteidigung zu gehen, ohne irgendwie eine Position einzunehmen, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Und das Ganze geht einher mit einem Gefühl von, ich sehe und höre und fühle nicht mehr nur durch meine individuelle Linse, sondern diese Linse der Wahrnehmung weitet sich zunehmend und ich gewinne mehr und mehr so ein Gefühl für ein großes Ganzes, also so ein Wesen, das wir alle sind. Und es geht dann nicht mehr darum, was möchte ich, sondern was dient dem großen Ganzen. Also das ist eine andere Sichtweise, die das ganz praktisch auch hervorbringt. Aber das geht, fängt auf einer sehr subtilen Ebene in mir selber an. Also ich merke das, während ich meditiere, dass sich innerlich so ein Strom von Liebe entfaltet und dieser Strom von Liebe erlaubt es mir nicht mehr, eine sehr fixierte und enge Wahrnehmung beizubehalten. Das tut einfach weh. Ich muss mich öffnen für mehr und das Mehr beinhaltet einfach alle Menschen, die ganze Umwelt, den ganzen Planeten, alle Kreaturen, alle Wesen, weil der Planet ist ja nur deshalb am Sterben und in der Zerstörung, weil so viele Menschen in den letzten Jahrtausenden eben gelernt haben, eher auf sich zu schauen, als das große Ganze im Auge zu behalten. Vielen, vielen Dank, Ariela. Okay. Ja, gerne. Dankeschön. Und dann bis zum... Ganz kurz. Gerne, ja. Wann ich meinen Vortrag... Ja, gerne. ...auf der Yoga-Expo? Natürlich. Dankeschön. Also ich halte meinen Vortrag auf der Yoga-Expo über das Thema Erwachen durch Sambodha, das Chakrasystem im neuen Lichte. Den halte ich am Sonntag, den 24. Januar um 12 Uhr im Vortragsraum 1. Mhm. Da geht eine Dreiviertelstunde, dieser Vortrag. Und jetzt bin ich sehr irritiert durch unser Gespräch. Ich werde mal schauen, wie ich den Vortrag genau strukturiere. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich vielleicht sogar die Töne präsentieren, damit die Menschen etwas Praktisches zu mitnehmen haben. Ich gucke aber erst nochmal, ich will jetzt keine zu großen Versprechungen machen. Ich schaue jetzt erstmal, wie weit meine kreativen Impulse, die sich diese Woche noch entfalten. Und vielleicht wäre das eine ganz gute Idee. Du hast mich da jetzt sehr, sehr schön inspiriert im Rahmen dieses Interviews. Und wenn du einen Impuls hast, auch, dass auch dein Vortrag vielleicht auch noch aufgezeichnet wird oder so, dann können wir uns einfach nochmal verbinden. Okay, dann vielen Dank, Ariela. Okay, und dann bis bald. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Also das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich es bei mir, also auch wie ich von vielen anderen höre, dass viel mit Yoga anfängt, beginnt. Dass viele sich auf den sogenannten Weg machen durch das Yoga, indem sie einfach merken, ich möchte mir was Gutes tun. Eine bestimmte Yogaschule oder sogar bei mir fing es im Fitnessstudio an. Also okay, jetzt bei mir war es das Hatha-Yoga und dann das Kundalini-Yoga. Dass ich gemerkt habe, oh, es ist nicht einfach nur eine Bewegung, die meinem Körper gut tut, da passiert noch mehr. Und dann hinterfragt man die Dinge und aha. Und so kam ich einfach auch zu anderen Erkenntnissen und zu anderen Einsichten und zur Selbstverwirklichung. Also vielen Dank, Ariela, vielen Dank, Peter, vielen Dank, Dr. Kutumi. Kutumi. Jetzt gemerkt er, was ich gesagt habe, aber irgendwie passt trotzdem. Also ja, ich weiß, jetzt fällt es mir ein, aber passt trotzdem. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, ihr könnt jetzt weiter anrufen. Sorry, am Anfang. Ist der Server kurz ausgefallen? Ja, ich finde schön, was die... Also, scheut euch nicht, ruft einfach an. Schön, was Ariela gesagt hat mit der Selbstverwirklichung. Es ist wirklich, was oft missverstanden wird. Klar geht es darum, dass man sich selbst findet und dass man
sich selbst verwirklicht, aber wirklich nicht im Sinne, dass ich nur nach mir schaue, sondern dass, wenn ich nach mir schaue und mich verwirkliche, immer den Aspekt in Augen habe, was dient dem Ganzen, was dient dem großen Ganzen. Und dann kriegt das eine ganz andere Dynamik, ganz andere. Ja. So wie wir mit GTV. Mhm. Also ich freue mich wirklich sehr, dass es jetzt doch klappt, dass wir dabei sein können, GTV mit meinem Medienstand, sodass wir von da berichten können, Interviews machen können. Also meldet euch bei uns, wenn ihr schon wisst, dass wir euch interviewen können. Vielleicht, dass wir das terminlich schon absprechen. Oder wenn wir euren Vortrag noch aufzeichnen sollen, dann meldet euch gerne bei uns im Vorfeld schon. So, wir haben noch, Dennis, kannst du gerne anrufen, wenn du möchtest. 21 Uhr haben wir Christoph Glaser von der International Art of Living Foundation, artofliving.de. Und ihr könnt gerne anrufen, wenn andere Referenten jetzt zufällig einfach auch schauen. Grundsätzlich, es ist mir eine Ehre, die Referenten und die Forscher, die das einfach auch zur Verfügung stellen, einfach hier zu interviewen und in GTV vorzustellen. All diese Menschen bauen einfach auch die neue Welt. Wir wissen einfach, dass im Gesundheitsbereich das, was absolut modern ist, ist einfach, dass man ist die Vorbeugung, Prophylaxe, und dass man einfach auch einen Lebensstil entwickelt, der einfach auch gesund hält und nicht, wenn es zu spät ist, wenn es schon einfach auch der Körper auch zerstört ist. Und natürlich ist es wichtig, dass die Welt riesengroße Aufmerksamkeit gibt und wir in unserer Kleinen tun das. So Aufmerksamkeit auf alle Menschen, die sich anstrengen, die einfach ihr Leben einfach auch entwickelt haben, dass sie uns einfach all deren Wissen und Können einfach auch zur Verfügung stellen. Für alle neue Zuschauer, eben GTV hat auf viele Kanäle dies vor, in viele Sprachen, und wir laden gerne ein, täglich einfach auch dabei zu sein, von 20 bis 21 Uhr. Es gilt als Meditation und wir stellen weltweit in viele Sprachen einfach auch diese Inhalte einfach auch vor, von all kreativen Menschen. Und natürlich besonders im Gesundheitsbereich, Lifestyle, Lebenskunst. Es ist ganz wichtig im Moment, neue Schritte zu machen. Und wie ihr kennt einfach auch, in diesem Kanal ist einfach unser Interview mit Peter Jakob und Dr. Kurush Gurmi. Und das war ein schönes Interview und kann man natürlich sehen, wie Ayurveda, das Gesundheitssystem ist seit Jahrtausenden entwickelt. Der Mensch weigert sich oft, möchte lieber, dass man einfach die Symptome wegmacht. Und seit Jahrtausenden haben wir diese Reichtümer, so wie auch Sahaja Yoga und wie alle anderen Systeme, die einfach auch im Dienste der Menschen sind. Die gibt es schon und wir sind oft einfach auch blind und geben die ganze Energie aus, um zu vermeiden, dass wir gut leben, dass wir gesund leben, dass wir glücklich leben, wer weiß warum. Deswegen einfach diese Yoga-Expo-Messe ist für mich wichtig, die Menschen wertzuschätzen, die da hingehen werden, die Referenten und alle Menschen, die das organisiert haben. Natürlich die Organisatoren sind wichtig, weil sie bringen einfach auch zusammen. Wenn du möchtest, könntest du einfach das
Programm ein bisschen. Ich habe jetzt hier gerade das vielfältige Programm hier vor mir. Mal so ein kleiner Ausschnitt davon. Also das Ashtanga-Yoga, also es wird ein Workshop sein mit den verschiedenen Bewegungen, wo die Bewegung mit dem Atem verschmilzt. Dann das Jiva-Mukti-Yoga, Prana-Vinyasa-Flow-Yoga, also sehr, sehr spannende Namen, meditative Asanas, Asanas sind einfach Bewegungen, Übungen. Dann geht das Yoga für Erschöpfte, wo man Energie auflädt, neue Kraft tankt, speziell um in der heutigen Zeit das zunehmende Burnout-Syndrom, dieses Phänomen, wie man da einfach entgegenwirkt. Dann wird besondere Aufmerksamkeit von der Yogalehrerin, von einer Yogalehrerin das Becken bekommen, dass das Fundament und Basis für aufrechtes Sein ist. Natürlich, wir freuen uns, dass es so viele Systemen einfach auch gibt, weil für uns ist es einfach so, dass alles ergänzend ist. Und die Entwickler von all diesen Systemen, auch von Yoga, die wollten eigentlich, dass jeder auch, alle Schüler oder alle, die das anwenden, auch ihren Beitrag einfach auch geben. Deswegen JTV ist nie urteilen, oh, es gibt so viele, welche ist besser, schlechter, sondern was unsere absolute Aufgabe ist, ist einfach zu sagen, alles hat einen Teil im Ganzen und jeder, der einen Teil entwickelt hat, hat einfach seine Arbeit gemacht. Und wir sind einfach, natürlich, ich bin nicht so sehr für Reinheit, denn Reinheit und Perfektion gibt es nicht, sondern es gibt Menschen, die einfach das Beste tun und ihr Bestes geben. Und für mich, jeder, der einen Teil weiterentwickelt, ist natürlich für mich, und es auch anders nennt, ist natürlich für mich richtiger als jemand, der nur das, den Ursprung bewahrt und der einfach nichts Eigenes hinzufügt. Ne? Dann wird es auch eine Mantra-Meditation geben, zum Beispiel am Abend, Samstagabend, dann natürlich das ursprünglichste Yoga oder das bekannteste, sage ich mal, das Hatha-Yoga, wo man 12 verschiedene Übungsreihen kennenlernen kann. Das Anusara-Yoga, Kundalini-Yoga, das haben wir auch schon gehört, speziell das Kundalini-Yoga. Dann die grundlegenden Einflüsse der neuen Planeten auf unser Leben und auf unsere Gesundheit. Art of Living, die wir gleich dann persönlich hören werden. Ja, wichtig ist diese Sache. Stressmanagement durch Yoga, genau. Nie ernst zu werden, immer Lebensfreude zu haben. Bin ich zu ernst? Nein, ich erinnere mich einfach. Genau. Dann die goldene Aromatherapie. Die Natur ist der größte Heiler. Auch da wird es einen Vortrag geben. Mind, Body. Marketing für Yogalehrer. Aha, damit auch die Yogalehrer was. Auch sie lernen nie aus. Ja, was muss ich tun, um wirklich fit zu bleiben, zu werden? Ratschläge. Astrologie wird auch ein Element sein. Dann der weibliche Körper aus ayurvedischer Sicht. Sehr spannend. Aha. Okay. Von einem erfahrenen Ayurveda-Mediziner und Chefarzt der Gynäkologie. Mhm. Wie kann man die Selbstheilungskräfte aktivieren mit Yoga? Indisches Ayurveda. Da haben wir den Dr. Kurush Kurmi schon kurz gehört am Anfang. Sein Vortrag, authentisches indisches Ayurveda für eine ganzheitliche Gesundheitsprophylaxe. Ja, und diesen Vortrag könnt ihr euch auch anschauen schon. Wir haben ihn schon interviewt. In also nicht den Vortrag, sondern einen Vortrag, den wir hier gemacht haben. Mhm. Ja. Den werden wir auch live senden. Ne? Genau. Wenn es möglich. Den Sahaja-Yoga von Peter, das haben wir vorhin gehört. Dann geht es um die Verknüpfung von Multisklerose und Ayurveda. Ayurveda-Reisen, dann Stretch-Yoga, Yoga speziell für den Bauch, Shakti-Dance, Yoga des Tanzes, wow. Wow.
Ja, Shiva Mukti Yoga, das glaube ich, das hatten Shiva wir Dance. Schon. Shiva Dance. Shiva Dance. Yoga für Schulkinder. Mhm. Ah, das wäre toll. Prävention ist das Beste. Mhm. Das ist das aber spielerisch, Yoga für Schulkinder. Also wenn ihr schaut, ruft einfach an, stellt das vor. Der vedische Weg. Mhm. Yoga und Ayurveda, also wirklich neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung. Aha. Im Zusammenhang mit der Praxis der transzendalen Meditation. Transzendentalen Meditation, so. Genau. Ja, also wirklich viel. Da ist wirklich für jeden was dabei. So, Christoph Glaser, gerne jetzt anrufen. Ne, das ist was anderes, glaube ich. Studiotelefon blende ich ein. Der Referent wollte ca. 21 Uhr kommen. Anrufen, nee, überhaupt kommen. Das heißt, ich nehme an, dass er einfach auch bald da sein wird. Gucken, ob ich die Kassette. Okay. Also Christoph Glaser, ja. Aha, der Christoph, okay. Sobald du es hörst, Christoph, dann melde dich. Telefonnummer ist eingeblendet. Und wie gesagt, nochmal für die, die später eingeschaltet haben, wir haben kurz jetzt einige Referenten gehört. Ein Ausschnitt aus dem Programm von nächsten Samstag, Sonntag in München, MOC. Man kann es sehr gut erreichen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch genügend Parkplätze, also gar kein Problem. Es ist wirklich eine schöne Location, wir kennen es schon. Und freuen uns sehr. GTV selbst wird mit einem Medienstand, Medienzentrum vor Ort sein und von dort auch berichten. Okay, ich denke im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sollen wir den Dr. Kurosh Kumi das noch senden oder gibt es die Möglichkeit? Mhm. Okay, im Anschluss, wir warten jetzt noch einen kleinen Augenblick, ich denke, das passt sehr gut. Wenn sich da jetzt dann keiner mehr meldet, im Anschluss würden wir direkt das Interview mit Dr. Kumi Kurosh senden. Er war live hier vor Ort mit Peter Jakob von Sahaja Yoga und würden das direkt... würden das direkt dann gleich zeigen, dann habt ihr schon mal einen Überblick. Und auch Peter Jakob war auch schon allein hier vor Ort und hat das Sahaja Yoga vorgestellt. Vielleicht können wir das dann auch noch senden. Also das ist dann ein richtig langes Special heute, Yoga Ayurveda Special. Und dann freuen wir uns auf alle, die den Weg persönlich hinfinden. Nach München ins MOC zur Yoga Expo. Und im Nachhinein, denke ich, werden wir nochmal eine Sendung machen, um dann zu berichten. Wir schauen, ob wir vor Ort einiges auch live zeigen können. Es kommt darauf an, wie die Bedingungen vor Ort sind. Und wie gesagt, freuen uns darauf und schaut auch auf die Internetseite yogaexpo.de, yogaexpo zusammengeschrieben.de. Dort könnt ihr nochmal alles genau nachsehen. Okay. Versucht den Referenten noch anzurufen, den Christoph Glaser. Moment. Ja.
den Christoph Glaser von Art of Living noch live an die Leitung bekommen. Scheint es doch nicht geklappt zu haben. Er hat gemeint, es ist noch in einer Aktivität. Die probiert es noch bei einer anderen Nummer. Und ansonsten würden wir dann das dann soweit abschließen. Schauen wir noch kurz. Okay. Also ich freue mich drauf, freue mich, die verschiedenen Sachen dort kennenzulernen vor Ort. Vielleicht habe ich das eine oder andere Möglichkeit, das dann auch mitzumachen. Mal schauen. Natürlich interessiert mich der Shakti-Tanz. Shakti-Tanz. Was soll ich testen? Okay, dann haben wir jetzt noch einen letzten Anrufer. Christoph Glaser von Art of Living, auch ein Referent von der Yoga Expo.